Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Taterview Folge Nummer 5 und heute habe ich wieder einen Gast dabei, der wird sich jetzt ganz kurz vorstellen. Ja, also mein Name ist der XLM Famous. Eventuell kennen mich einige von Vapiti, Rampage, Striker oder wo auch immer. Ich lade MW2 Gameplays hoch und ja, ich wurde gefragt, ob ich darauf Lust hätte. Und ich habe einfach mal zugesagt, ich denke, das wird ganz lustig und ja. Jo, wir kommen auch zur ersten Frage und mal zum Thema. Das Thema ist Xbox, FS, PS3, PS3, sorry. Und ja, sind jetzt nicht alle Fragen dazu, aber Wayne, kommen wir zur ersten Frage. Du spielst Xbox und PS3, ja. Was ich weiß. Sehr schön. Und was ist davon deine Lieblingskonsole? Die Xbox, denn ja, auf der Xbox habe ich angefangen und auf der PS3 komme ich noch nicht ganz zurecht mit dem Controller und alles. Okay. Du hast gerade gesagt, du spielst sehr viel MW2. Wie Ja. findest du die Hacker zwischen Xbox und PS3? Also ich finde ganz ehrlich, dass auf der PS3 die Hacks nerviger sind. Also diese UAV-Hacks und so, keine Ahnung, ob dir das was sagt. Ja. Das ist auf der Xbox momentan nicht vertreten. Und auf der Xbox ist halt halt die Community gerade ein bisschen im Schwanken durch solche Leute, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Solche Leute beeinflussen die Community mit ihren Waffen und alles. Und das sieht man dann auch, wenn man Bodenangriff spielt, so wie ich. Und ansonsten aber trotzdem ist die Xbox mit MW2 doch meine erste Wahl. Okay, jetzt kommen wir mal zu einer Zukunftsfrage. Was wirst du dir kaufen? PS4, Xbox 720 oder gar nichts von beiden? Das kommt ganz darauf an, wenn die Server bei der Xbox 360 online bleiben, was denke ich mal noch ein paar, eventuell ein oder anderthalb Jahre nach Xbox 720 Release noch der Fall sein wird, dann werde ich weiter Xbox spielen, also Xbox 360, und wenn denn die Server endgültig abgestellt werden, werde ich mir, werde ich mal schauen, was so populärer ist, Xbox oder PS4, und dann werde ich mir eins der beiden zulegen. Okay, weil du gerade das gesagt hast mit dem Internetspielen und so auf Xbox Live, da habe ich auch eine Frage dazu und die werde ich da jetzt gleich stellen. Warum muss man für Xbox Live eigentlich bezahlen und für PSN nicht? Ich denke, das liegt ganz einfach daran, dass der Xbox Live Support um einiges besser ist als der PSN Support, denn man sieht es auch in MW2, das PlayStation Network macht nichts gegen die Hacker und die sind jetzt schon, glaube ich, seit Anfang des Jahres oder so auf der PS3 vertreten und dagegen wird nichts unternommen. Allerdings war vor einigen Wochen oder so auf der Xbox noch eine Hackerwelle und die wurde jetzt nun wieder durch den Xbox Live Support eingeschränkt und daher bezahlt man halt bei der Xbox für den besseren Support und für die stabileren Servern auch. Okay, ja, das wollte ich gerade sagen. Okay, nächste Frage. Was ist deiner Meinung nach besser von der Grafik her, also von den Konsolen jetzt? Also ich achte eigentlich nicht so wirklich auf Grafik, denn Call of Duty sieht eh immer gleich aus. Aber ich denke, die PS3 mit HDMI hat dann doch schon kleinen Vor. Ist dann doch schon ein bisschen besser als die Xbox. Wenn ich was dazu sagen darf, es wird ja immer so diskutiert, also auch Spielehersteller, also Spiele, wie soll ich das sagen, Review oder whatever, wie man es nennt, die sagen ja auch immer, die PS3 hat zwar eine bessere Grafikkarte, hat aber in Wirklichkeit eine bessere, schlechtere Grafik als die Xbox, dabei die Xbox eine schlechtere Grafikkarte hat. Was sagst du dazu? Hast du schon mal gehört? Nee, gehört davon habe ich nichts und auffallen tut mir davon eigentlich auch nichts. Ich finde aber trotzdem, dass die Qualität von der oder die Grafik von der PS3 trotzdem noch ein klein bisschen besser ist. Auch wenn ich nicht wirklich einen großen Wert auf Grafik lege, mir ist das Gameplay dann doch wichtiger. Okay, dann zum Zubehör jetzt eigentlich von der Xbox und PS3. Was findest du eigentlich besser? Also vom Controller jetzt her? Also ich finde ganz ehrlich den Xbox-Controller besser, aber wobei ich bei der PS3 die Sticks besser finde. Und der PS3-Controller ist an sich halt ein bisschen leichter als der Xbox-Controller. Natürlich benutze ich einen Xbox-Controller mit Batteriepack und der ist dann an sich schon etwas schwerer. Würde es halt so sein, dass man bei der Xbox direkt ein Kabel mitgeliefert kriegen würde, damit man den Controller aufladen kann ohne Batteriepack, dann wäre das
Dann wäre der Xbox-Controller, denke ich mal, perfekt, wenn dann auch die Sticks angepasst wären. Und ansonsten finde ich aber trotzdem, dass der Xbox-Controller mir auch, ja, besser gefällt. Okay, was sagst du eigentlich zu dem Kampf gegen, also PS3 gegen Xbox? In einem Wort. Unnötig. Okay. Nimmst du gerne Leute auf jeweiligen Konsolen an? Ja, klar, auf jeden Fall, wenn Platz frei ist, aber natürlich sind dann wieder einige Leute dabei, die einfach den Spielen beitreten und einen auf Assi machen. Aber wenn es solche Leute nicht sind, dann nehme ich auch gerne Leute an und füge Leute hinzu. Und wenn mich Abonnenten in der Lobby treffen, dann ja, und sie sagen, sie sind Abonnenten und würden gerne mal mit mir spielen, dann nehme ich sie auch oft auf. Okay. Und viele wissen ja gar nicht eigentlich, was eine PS3 oder eine Xbox 360 kostet, weil sie ja, weiß ich nicht, von den Eltern oder so geschenkt bekommen. Und wie schaut's bei dir aus? Weißt du das? Hast du das im Kopf? Ja, ich glaube, die Xbox kostet irgendwas um die 200 Euro. Also die Lite-Variante oder wie die Sache heißt. Und die PS3, da habe ich immer noch eine ganz alte. Das ist so eine ganz fette PS3 noch, die gerade erst rausgekommen war. Und ich glaube, Die die hat da erste. um die 300 Euro oder fast 400 Euro gekostet. Okay, ja, jetzt ist das Ganze jetzt so ziemlich um 100 Euro billiger, mindestens. Weil ja jetzt auch eine Ultra Slim, glaube ich, rauskommen ist, PS3. Was ich so gelesen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, wenn nicht, sorry. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Ja, was für eine Internetleitung empfiehlst du zum Zocken? Also ich habe eine 16.000er Leitung und das reicht, um oft genug Host zu werden, wenn man dann die Ports offen hat. Aber wenn man wirklich richtig gut spielen will, dann sollte man auf einen hohen Upload, also denke mal so 2-3 Mbits pro Sekunde Upload und einen Ping, der nicht höher als 10 Millisekunden ist. Also ich habe momentan einen Ping, der ist bei 40 und das ist schon etwas hoch für Call of Duty, weil man da oft den Kürzeren zieht. Aber ansonsten, um wirklich gut zu zocken, sollte man schon eine echt krasse Leitung haben. Also man merkt halt auch schon, dass gute Spieler, also wirklich sehr gute Spieler, auch oft eine sehr gute Leitung haben, weil sie halt dann diesen Leitungsnachteil dann halt nicht haben. Aber es gibt auch natürlich auch schlechte Spieler, gute Spieler mit einer schlechten Leitung so rum. Und ja, es kommt halt immer darauf an, wenn man diesen Vorteil der Leitung hat, dann muss man unbedingt nicht so gut sein, aber wenn man dann eine gute Leitung hat und gut ist, dann ist man natürlich unstoppable. Okay. Und ja. Und jetzt kommen wir mal zu solchen Standardfragen, wie ich sie nenne, was ich hier eigentlich jeden, ne, Kommentator, der bei mir zu Gast ist, stelle. Wie findest du österreichischen Kommentatoren als Deutscher? Also, weil ich ja gerade ein Österreicher bin und es ja nicht so viele gibt. Also ich finde den Akzent ziemlich lustig oder den Dialekt, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, aber ansonsten, klar, ich habe natürlich, ich bin da kein, keine Ahnung was, also mir ist es egal, woher der Kommentator kommt oder wo er lebt oder wie auch immer. Solange es Leute verstehen, was man redet, ist das, denke ich mal, kein Problem. Okay. Und jetzt nochmal eine Frage zu mir. Schon mal was von mir gehört oder ein Video gesehen? Bevor du mich angeschrieben hast, nicht, aber dann habe ich mir halt mal so ein Tater-View angesehen und aus dem Grund habe ich ja auch erst zugesagt. Okay. Und die letzte Frage. Wie fandest du das Tater-View mit mir? Ja, ich fand es recht lustig, also hätte nicht gedacht, dass ich die Fragen auch so flüssig wegkriege, aber ansonsten finde ich die Idee auch recht lustig. Hoffentlich kannst du da auch nochmal etwas, einen größeren Kommentator da zu dir ziehen. Also ich rede jetzt davon irgendwie ab 30.000 Abonnenten, das wäre natürlich dann Ja. dein Sprungbrett. Ich hoffe natürlich, dass du es schaffst. Aber ansonsten hat mir das Ganze sehr gut gefallen. Jo, ich sag mal danke und ich habe eine Frage noch, also jetzt wirklich die allerletzte Frage. Welche Konsole glaubst du hat eine längere Laufdauer? Also wie lange überlebt sie? Das ist wirklich allerletzte Frage. Ich glaube, die Xbox, denn auf der PS3 kommt einfach viel zu oft so ein Hardware-Fehler vor, weil ich gehört habe. Also da, also einige beschweren sich ja immer über diesen Ring of Death bei der Xbox, den es jetzt bei den neueren Versionen gar nicht mehr gibt. Und das war eigentlich so der einzige Grund, warum die Xbox kaputt gehen könnte. Und bei der PS3 ist sowas dann, denke ich mal, durch irgendwelche Hardware-bedingten Sachen, irgendwie das Laufwerk geht nicht mehr oder wie auch immer. Also ich denke, die Xbox hat eine längere Dauer. Okay.
Ja, das war's und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit gefunden hast, um mit mir dieses Tate-Review zu machen. Und daher du der Gast bist, hast du das letzte Wort. Ja, ich hoffe natürlich, dass auch meine Abonnenten hier mal vorbeischauen und ich wünsche natürlich auch, dass du noch einen größeren Kommentator dazu kriegst, das mal mit dir zu machen und ja, ansonsten hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat und ja, das war's von mir.